Wie jedes Jahr hat auch letzte Woche das Global Village wieder unzählige Studentinnen und Studenten angezogen. Man hat für wenig Geld verschiedene Spezialitäten aus verschiedenen Ländern probieren. Wir zeigen dir heute einen kurzen Rückblick und ein Interview zu diesem kulinarischen Event. Das Event findet halt einmal im Jahr statt. Darum tun wir meistens ein paar Wochen bzw. Monate vorher eine E-Mail schreiben an alle Studenten und sie kontaktieren. Und natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist sehr wichtig immer. Aber ich kann sich jeder anmelden, der gerne einen Stand haben. Wir sind immer froh, wenn wir Leute haben und Leute finden, die motiviert sind. Und ja, je kultureller, desto besser eigentlich. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Stände, die am besten laufen, echt die sind, die sehr speziell sind auf eine Art. Das heisst, zum Beispiel haben wir jetzt Madagaskar. Das ist sicher eine Kultur oder ein Land, das man überhaupt nicht kennt. Und da sind ja heute sehr viele Leute interessiert gewesen. Und letztes Jahr war es, glaube ich, Polen gewesen, zum Beispiel. Auch das ist ein Land, das man nicht so gut kennt in der Schweiz. Das Konzept war eben so, dass die Street Food Festivals normalerweise sehr teuer sind. Und wir wollten es eben so umkehren, dass unser Event so günstig und studentenfreundlich ist wie möglich. Darum der Eintritt von 4 Franken. Und das Ziel dahinter ist echt, dass wir ein Event haben, das Multikulturalität und Interkulturalität von Ländern feiert. Und darum haben wir halt auch so viele Länder eingeladen, damit wir halt alle zusammen kommen können und neue Länder und neue Spezialitäten von verschiedenen Essen und so lernen können. Das war es auch schon. Freut euch jetzt auf einen Montag und auf einen spannenden Unicamp Focus. Tschüss!